Hallo zusammen, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Kalender am iPhone importieren könnt. Das Ganze funktioniert mit Copy Trends Context, wie ich es sich bereits geöffnet habe. Besitzt ihr dies noch nicht, so schaut bitte in die Beschreibung und ladet es euch runter. Habt ihr es runtergeladen, so öffnet es bitte und schließt euer iPhone an. Nun warten wir, bis alles vollständig geladen ist. Wollen wir nun Kalender importieren, so klicken wir als erstes auf das Kalendersymbol. Mit Copy Trends Context könnt ihr iCalendar-Dateien am iPhone importieren. Es ist egal, ob diese von einem anderen iOS-Gerät stammen, zum Beispiel von einem iPhone 3G wie in diesem Fall, oder ob diese aus Outlook, Gmail oder anderen Services stammen. So, wollen wir nun Kalender importieren, so klicken wir als erstes auf Kalender importieren. Nun wählen wir den Pfad aus, wo unsere ICS-Dateien, also die Kalenderdateien, hinterlegt sind. Diese markieren wir jetzt alle und klicken auf Öffnen. Es erscheint eine Meldung, dass alles erfolgreich importiert wurde. Wie ihr seht, wurden alle Ereignisse aus dem jeweils importierten Kalender hinzugefügt. Ebenfalls hinzugefügt und angezeigt sind natürlich auch die Kategorien, die wir importiert haben. In meinem Fall Fitness, geschäftlich und persönlich. Vielen Dank fürs Zuschauen.